means war! Also jetzt muss ich mal ein paar Worte hier zur Anleitung verlieren. Ich finde, die ist, sagen wir mal, fordernd. Also man muss hier echt schon ziemlich genau hinschauen, um teilweise zu sehen, wo noch ein Teil hinkommt, wo das genau hingesetzt wird. Und das kann hier, ihr seht, mitunter schon mal ein klein wenig unübersichtlich werden. Und da passiert richtig viel. Also ich finde das nicht schlecht, versteht mich da gar nicht falsch. Aber es ist auf jeden Fall anspruchsvoller wie so eine Lego-Anleitung. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Ich habe mich hier auch schon ein, zwei Mal verbaut, weil ich nicht genau erkannt habe, wo welches Teilchen hinkommt. Man muss hier mit offenen Augen arbeiten und Köpfchen sollte man auch noch einschalten. Was hier auch nicht gezeigt wird in der Anleitung ist, wie man hier die Aufkleber anbringt oder wo man die Aufkleber anbringt. Viele haben wir ja nicht, aber ich habe extra mal hier schnell durchgeblättert, weil ich jetzt eben ein Teil gebaut habe, wo dann hier so ein, ja, so ein Kreuz drauf käme. Und ja, es ist nirgendwo in der Anleitung gezeigt, wo... Na, was rede ich denn da? Okay, vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich habe nicht ganz bis zum Schluss durchgeblättert. Da bekommt man dann ganz am Ende gezeigt, wo die Aufkleberchen hin müssen. Okay, gerade noch mal gerettet die Sache. So, aber jetzt schaut mal her, wie hier gebaut wird bei Kasi. Wir bauen hier Element, Element, Element. Also verschiedene Elemente, die dann später hier an den Hauptpanzer angebracht werden. Ein Seitenelement, ein Seitenelement und ja, was das hier für Teile sind, bin ich mir noch gar nicht so ganz sicher. Hier bei denen, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, sondern das ist so ein klein wenig wackelig hier mit diesen Teilen. Denn die werden hier mit, nein, hier nicht unbedingt, aber hier mit diesem schrägen 1x4er-Teil zusammengehalten. Und man sieht schon, da ist ein relativ hoher Spaltmaß vorhanden und das ist auch ein klein wenig wackelig. Wobei dieses Teil auch, Moment, ich habe hier noch eins, von unten ein bisschen merkwürdig aussieht. Also das hat hier nur diese kleinen Riffel und damit soll das dann halten, aber das hält nicht so wirklich hundertprozentig gut. Ich weiß auch nicht, wieso sie bei dem Teil hier diese Riffel eingebaut haben. Denn hier bei so einem kleineren Teilchen, das genauso ist, nur kleiner, sieht man, da ist noch so eine kleine Röhre, so ein Tube drin, der dann eben die Klemmkraft erst richtig bringt. Und das Ding hält gut, das Ding hier hält nicht so wirklich gut. Aber naja, das nur am Rande zu den Besonderheiten der Teile. Und wenn wir gerade dabei sind, ich habe hier noch ein Teil gefunden, das gibt es von Lego, also da bin ich mir mal 100% sicher, nicht. Das ist ein 1x2er Stein, ja, oben keine Noppe, unten keine Noppe, nur so ein Mitteltube ist mit eingebaut und bin mal gespannt, wo der später verbaut wird. Also wahrscheinlich hier ein extra Teilchen von Kasi. Ja, schauen wir uns nochmal die Seitenteile an. Das hier kommt auf die linke Seite, also genau hier, da könnt ihr schon sehen, wie das oder wo das angebracht wird. Und dann kommt hier vorne auch auf diese 2x2er Fliese dann der Aufkleber drauf. Ja, hier haben wir ein bisschen was mit einem Gelenk gearbeitet, damit wir eine Schräge haben. Das hier finde ich schön, mit diesen schrägen Steinen, wie sie dann hier diese zulaufende Form gebaut haben. Das gefällt mir gut. Auch hier interessant, mal eine Tasse verbaut. Ja, hier als Außendeko. Keine Ahnung, ob das wirklich eine Tasse sein soll oder was anderes darstellt, aber ich würde mal sagen, das ist eine Tasse. Ja, und ansonsten verfließt rundum, also nicht rundum, aber vorne verfließt und hinten haben wir dann zur Befestigung nochmal hier diese Bauumkehrsteinchen angebracht. Ja, die andere Seite, die sieht dann so aus, da haben wir eine Schaufel dran und die ist leider ein klein bisschen zu kurz geraten, denn die ist nur hier vorne eingeklebt, aber hier hinten, da kann man sehen, ja, da hat sie nicht mehr ganz gereicht, also da ist der Haken zu weit weg oder ja, die Schaufel eben zu kurz. Und was das hier jetzt genau für ein Teil wird, da bin ich mir ehrlich gesagt noch unsicher. Aber das wird sich alles jetzt herausstellen, denn im nächsten Schritt, da könnt ihr das sehen, werden jetzt hier die ganzen Teile angebaut. Ja, was ein Effekt und alles ist fertig angebaut. Wahnsinn, und er wird langsam richtig breit und etwas bullig, unser Panzerkampfwagen 4. Also, wir haben hier die Seitenteile angebracht, einmal hier, dann einmal hier nochmal das kleinere, also das kam einfach nur direkt dahinter, dann das ganz kleine, das ist hier auf der, ja, am Heck, und dann hier noch die rechte Seite. Da haben wir hier die beiden Teile. Und ja, was hier noch erwähnenswert ist,
Ja, beim Anbringen oder beim Aufdrücken hier an die Noppen, meine Güte, Leute, da braucht ihr richtig Kraft. Also das geht nicht eben mal so schnell einfach draufsetzen, ein bisschen drücki-drücki und dann sitzt das Ganze. Nee, also ich habe hier so richtig mit Druck gearbeitet, musst hier auf der anderen Seite gegenkontern, damit das nicht ständig hier rumkippt. Also ja, da muss man, hier sitzt immer noch nicht ganz richtig, meine Güte, also da muss man echt mit Kraft arbeiten, Freunde. Die rutschen, habe ich ja schon gesagt, die knarzen etwas sich zusammen, die Steine. Und das geht auch hier gerade bei so größeren Elementen nicht gerade einfach. Aber dafür, ja, sitzen sie dann richtig fest, wenn sie mal festsitzen. Ui, jetzt schielt er hier. So, also, die Teile sind angebaut, aber ihr seht schon, ja, so kann der Panzer noch nicht fahren. Nee, da muss noch was passieren. In den letzten Bauschritten ist hier richtig was vorangegangen. Man sieht schon, eine Menge Verkleidung wurde hier angebracht. Fangen wir mal hier vorne an mit diesem Vorderteil. Hier haben wir so eine kleine Antenne auf so einem Parabolspiegel dran. Hier sind noch solche Gelenke, da wird wohl noch irgendwas angeklippt werden später. Dann haben wir hier oben die Abdeckung mit den beiden Luken, die man auch öffnen kann. Und dann kann man da auch reinschauen und sieht hier diese Zahnräder, wo ich immer noch nicht weiß, ich glaube, die sind nur Deko. Also ich glaube echt, da kommt nichts mehr dazu. Das wird nur Deko sein. Hier die Seite kann man natürlich auch nochmal aufklappen. Jo, wunderbar. Und dann gehen wir weiter nach hinten. Auch da haben wir jetzt hier die Motorabdeckung gebaut mit ganz vielen Fliesen, diesen Riffelfliesen, hier ein paar Haken, weil da irgendwas noch später dazukommt. Und diesen ja besonderen Steinen, die es, glaube ich, von Lego so nicht gibt. Oben offen, unten offen, einmal Zweier. Die wurden hier auch ans Ende gebaut und ja, komischerweise, das bleibt auch so. Das bleibt hier so offen. Schaut mal, da sind die Steinchen zu sehen. Oh, das bleibt dann wohl so. So, das war hier die Oberseite. Von hinten ist er jetzt dann auch geschlossen. Und wenn ich mal das ganze Set einmal umdrehe, dann sehen wir, dass wir auch dort noch ein bisschen was gebaut haben. Nämlich hier haben wir diese schrägen Steinchen angebracht, um dann hier ja den Abschluss quasi hinzukriegen. Hier die Steinchen und hier die richtigen Kettenlaufräder, also die ersten beiden auf jeden Fall. Ja, das sind hier diese vorderen. Die haben wir jetzt ja auch mit dran. Also ihr seht, eine ganze Menge ist passiert. Fehlteile bisher jetzt keine mehr, außer, naja, ich hatte das andere ja schon erwähnt. Doch, wunderbar, es geht voran und weiter geht's. Hier bin ich jetzt in die Massenproduktion eingestiegen, Freunde. Hier kann man das schön sehen. Das wird der Bereich, wo später die Kettenräder draufkommen und da baut man wie bekloppt immer dasselbe Teil. Nämlich das hier. Ihr seht, diese Technik-T-Stück mit ein paar Noppenpinnen drin, ein paar Technikpinnen drin. Und ja, 16 Mal bitteschön das Ganze. Hier liegt noch meine Produktion, also für die eine Seite. Und dann wird das Ganze dann hier so zusammengebaut. Hier sieht man, ja, Techniksteine. Und dann werden die Pinne dann hier so reingesteckt. Und dann habt ihr hier eure Aufnahmen hier mit diesem vorderen Rad, das ich nochmal dran gebaut habe. Das wird dann entweder hier das vordere oder das hintere, genau kann man das noch nicht sagen. Auf jeden Fall, das ist schon dran. Und dann haben wir hier 1, 2, ah, man sieht hier schon ein Problemchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 weitere Laufräder. Und wir haben ja hier diese Technikachsen und da kommen dann hier diese ja, Steckerchen drüber. Und die halten, hier kann man es sehen, richtig gut und die halten ja, weniger gut. Also wir haben dort Unterschiede. Manche halten Bomben fest, andere lassen sich da sehr leicht ein bisschen verschieben. Schauen wir mal, der ist fest. Ne, der ist wieder locker. Da seht ihr es, den kann ich leicht verschieben. Aber der ist auch ein bisschen locker. Aber der hier hinten, ja, der ist wieder richtig fest. Also unterschiedliche Qualitäten. Ich hoffe mal, dass sie auf jeden Fall alle feste genug sind, damit hier später alles funktioniert. Ja, also ich schiebe das mal eben schnell zur Seite und dann kann man sich das schon so ein klein wenig veranschaulichen, wie das dann später aussehen wird. Aber eine Seite reicht ja nicht. Ich baue jetzt hier noch die zweite Seite zusammen von den ganzen Rädern. Dann werden die noch irgendwie hier zusammengesteckt mit so einer Mittelachse. Und dann kommt das ganze Fahrwerk unter den Panzer. Ja, und wenn es soweit ist, dann sehen wir uns wieder. So, da sind die beiden Elemente hier jetzt angebaut, verbunden mit diesem Achsteil hier hinten.
Und man sieht schon, ja, die Räder, die können sich hier frei drehen. Aber ich sag euch, Freunde, das Anbringen hier, das ist nicht ohne. Vor allem, man muss den Kollegen hier ja dann auf den Rücken drehen. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie groß der mittlerweile geworden ist. Und dann muss man da rumdrücken. Ihr wisst ja, hier muss man ordentlich drücken, damit gerade solche langen Teile hier richtig zusammenkommen. Und da braucht man Kraft und da fällt aller möglicher Kram ab. Hier vorne die Lampen fliegen ab. Das Ding ist mir abgeflogen hier aus der Box. Das Zubehörteilchen ist abgeflogen. Also ist stellenweise schon ein wenig filigran, aber weniger filigran, der hat Gewicht bekommen. Also hier unser kleiner, dicker Panzer. Ich drehe nochmal auf den Rücken, denn da geht es jetzt weiter. Als nächstes kommen hier die Räder dran. Oder Quatsch, die Räder, die Felgen. Oder wie nennt man das beim Panzer? Die Kettenaufnahme, Kettenführung. Die werden dann hier einfach nur auf die Achsen aufgesteckt. Nämlich genau so. Natürlich das Ganze hier in Massenproduktion. Und anschließend, ja, da kommt der Teil, von dem ich gar nicht so viel Bock habe. Dann brauchen wir 83 Kettenglieder und die werden dann hier schön zusammengebaut und das Ganze bitte zweimal, also 166 Kettenglieder. Ja, das wird ein Spaß. Dann wird das Ganze hier drüber gefädelt und dann ist der untere Bereich hier mit dem Kettenfahrwerk schon fertig. Ja, und dann geht es weiter mit dem Geschützturm. Schön, also, naja, was muss, das muss. Das war eine echte Sklavenarbeit, also die ganzen Kettenglieder hier zu knüpfen, ja, das es geht. Die ließen sich gut verarbeiten, es ist auch nichts abgebrochen hier beim Verbauen, aber naja, es ist halt über 160 Mal das Gleiche. Von daher, das zieht sich ein bisschen, aber gehört nun mal hier dazu. Ich habe die Ketten auch ganz gut hier drüber bekommen, ich habe die dann hier aufgelegt. Auf das vordere Rad habe das dann gedreht und dann kann man die einfach einmal hier komplett durchziehen, klippt sie nochmal zusammen und ja, ihr seht, die haben eine nette kleine Grundspannung, ja, aber nicht zu fest. Also die rutschen auf jeden Fall hier nicht runter, da braucht man sich keine Sorgen zu machen, weder auf der Seite, so sieht es hier von hinten aus, als auch auf der Seite. Also wir haben eine gute Spannung drauf. Allerdings, ich habe ja eben schon mal ja, so leicht kritisch gesagt, ich glaube nicht, das Ding fährt hier auf meinem Tisch. Und ja, genau so ist es dann auch. So, ich drehe mal um. Da fliegt mir wieder hier das Zeug aus der Box raus. So, rein damit. Und ja, jetzt fahren wir mal. Ja, also er gleitet, aber er fährt nicht. Da seht ihr das. Klar, die Kettenglieder, das ist einfach nur hart, Kunststoff auch, der hat hier gar keinen Grip. Auch die andere Seite, da geht das genauso wenig, aber ich habe es mal ausprobiert. Zum Beispiel gehen wir mal hier schnell auf den Stuhl, da haben wir schon eine andere Oberfläche und schauen mal. Ja, das sieht man, also es dreht sich, aber es ist relativ schwergängig, aber so vom Prinzip her funktioniert das Ganze auf jeden Fall. Die Seite hier, die geht noch ein bisschen leichter. Und dann sieht man, wie die Ketten sich hier bewegen, aber auf glatten Oberflächen, ja, da könnt ihr das auf jeden Fall knicken. Da ist hier mit den Ketten mal so gar nichts zu machen. Tja, und soweit hätten wir schon mal ein schönes Kettenfahrzeug gebaut, auch noch demilitarisiert bisher, denn ein schönes Cabrio, mit dem man rumcruisen kann, wunderbare Sache, aber naja, es ist ja nun mal ein Panzer und da gehört noch ein bisschen was oben drauf und das kommt jetzt hier im nächsten Bauabschnitt, da bauen wir die fette Kanone und den Turm. Ja, schauen wir mal, wie das dann aussehen wird hier. Und da sind wir auch schon fertig und er steht da und ich muss sagen, der sieht richtig cool aus, wenn er hier so rumsteht. Unser Panzerkampfwagen 4, der macht, ja, der macht schon Eindruck, der macht da einiges her. Wir gehen gleich nochmal die ganzen Funktionen durch, was man alles öffnen kann, wo man reingucken kann. Aber zuerst zeige ich euch nochmal, was hier übrig geblieben ist. Ich habe hier diese Platten übrig und ja, besonders die hier, die machen mich gerade etwas stutzig. Die könnte ich doch vielleicht irgendwo vergessen haben. Ich habe aber gerade keine Ahnung wo. Dann haben wir hier noch zwei 2x4er Fliesen und auch hiervon zwei Stück übrig. So, also okay. Wem aufgefallen ist, wo ich die hier vielleicht vergessen habe, manche von euch sind ja da sehr, sehr aufmerksam. Schreibt es mir einfach in die Videokommentare.
Und das hier sind die Kleinteile, also ein paar Kettenglieder, die Hand und, ja, ihr seht, Kleinkram eben. Der ist auch noch übrig für die Ersatzteilkiste. Und jetzt schauen wir uns hier unseren Panzerkampfwagen viermal genau an. Ich habe auch, ihr seht es, die Aufkleber drauf getan. Da habe ich zuerst überlegt, soll ich oder soll ich nicht, aber ich dachte mir, ja, sieht einfach besser aus mit Aufklebern und zum Glück ließen die sich auch ganz gut aufbringen und ja, die sehen auch relativ ordentlich aus. Da kann man sehen, ja, mit transparentem Hintergrund fällt gar nicht mal so sehr auf. Die gehen in Ordnung. Da haben wir einmal die Zahl, die 923, das Kreuz und dann hier hinten hat er nochmal stehen, Panzerkampfwagen 4. Auf der Rückseite haben wir hier nochmal das Kreuz draufgeklebt. Und natürlich nochmal hier Panzerkampfwagen 4 und ja, Kreuz und Nummer. So, also so viel zum Styling. Von vorne sieht das Ganze jetzt so aus und ihr seht hier, Moment, ich gehe weiter zurück. Die Kanone, die können wir Höhen verstellen. Ja, also die können wir verstellen und natürlich können wir hier den Turm auch entsprechend nochmal drehen. Und den kann man gut drehen, also der geht sehr leichtgängig. Manchmal hakt er dann ein klein wenig. Aber wenn er sich dreht, dann dreht er sich gut. Ja, so weit geht's. Und dann geht es wieder in die andere Richtung zurück. Und hier die Neigung, die kann man so weit einstellen hier von der Frontkanone. Die ist aus lauter Stücken hier zusammengebaut, immer mit so ganz kurzen Technikachsen drin. Und ja, hat aber genug Stabilität. Das geht völlig in Ordnung. Dann haben wir hier auf der Seite ja noch unsere Antenne. Und wenn ich jetzt hier mal meinen Turm schwenke, dann stößt er hier irgendwann an die Antenne dran. Aber kein Problem, die kann man ja runterklappen. So, und dann kann man hier wunderbar dann weiter hin und her schwenken. Was können wir noch tun? Hier vorne die Box, die kennt ihr ja bereits, habe ich oft genug gezeigt. Ansonsten können wir hier erstmal gar nicht so viel machen. So sieht er nochmal von hinten aus, hier mit den Schutzblechen, die wir hochklappen können. Was wir aber jetzt machen können, ist den Turm hier abnehmen. So, und zwar kommt er dann komplett mit dieser Platte raus, wo dann auch hier das Drehgelenk drauf ist. Und dann kann der mal zur Seite gestellt werden erstmal. Und wir haben nochmal den Einblick hier in unser Cockpit. Übrigens diese ganzen Technikelemente hier drin und die Achsen, das hat alles gar keine Funktion. Also keine Ahnung, wieso man das hier reinbauen musste. Wahrscheinlich nur, damit irgendwas noch im Innenraum da ist und ja, ein bisschen technischer und authentischer aussieht. Wir haben unsere beiden Piloten oder nee, Panzerfahrer heißt das ja hier, ein Fahrer und wahrscheinlich ein Kanonier, die dann hier drin sitzen und wir können nochmal hier vorne dann natürlich die Klappen aufmachen und dort nochmal ein paar Zahnräder sehen auf jeder Seite, einmal hier und einmal hier, so, Klappen wieder zu. Und mehr ist es dann nicht mehr, was man hier hinten sehen kann, außer der Motor. Ja, der ist hier noch angedeutet zu erkennen. Da hinten hat man den noch im Blick. Oder wenn man eben umdreht, dann sieht man dort auch noch ein klein wenig vom Motor. So, mehr können wir da nicht reinschauen. Aber es gibt noch was zu entdecken hier im Geschützturm. Und das mache ich jetzt mal eben flott auf für euch. Und dann schauen wir da rein. Nämlich dieses Teil hier, das kann man runternehmen. Das ist dann ja wie so die eine Abdeckung einfach. Interessanterweise, schaut mal her, die sind hier so drehend gelagert. Keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall sind sie. Und dann haben wir hier ja den Kartenraum. Also wir haben nochmal eine Karte, die man hier Höhen verstellen kann. Hier so zwei Steuerknüppelchen oder Joysticks oder Hebelchen sind da noch mit drin. Und man kann auch hier diese Seitentüren öffnen. Genauso dieselben Klappen wie hier. Haben wir hier nochmal. Also einmal aufmachen. Und man kann ja reinschauen und sogar durchschauen. Da haben sie sogar in der Konstruktion dann dort eine Aussparung gelassen, damit man hier auch durchgucken kann. Ja, und das sind sie, Freunde. Das sind die Funktionen, die der Panzerkampfwagen 4 uns hier bietet. Ich mache nochmal die Klappe drauf und muss mal schauen, ob der jetzt hier sauber drauf geht. Eben hatte ich Probleme, das hier reinzusetzen. Das hat nämlich gehakt und nicht richtig geklappt. Und da musste man schon ziemlich, ja, ihr seht es, ein bisschen rumfummeln und ein bisschen drücken und machen, bis das hier alles sitzt. Aber es geht schon etwas besser. Etwas besser wie vorhin. Jawohl, so sieht's aus. So, mein Fazit zum Panzerkampfwagen 4. Schade ist es, dass er hier auf den glatten Flächen ja nicht fährt, sondern nur rutscht. Aber allein zum Hinstellen, wer jetzt hier auf Zweiter Weltkrieg steht oder auf so Panzergeschichten, ein tolles Set, muss ich sagen. Also der Bau
ist ein bisschen anspruchsvoll aufgrund der Anleitung, aufgrund stellenweise auch der Steine. Man muss sehr, sehr fest drücken, bis hier alles dran geht. Aber ich hatte bis auf das eine Teil, das fehlerhaft war, kein Fehlteil gehabt. Das ist auch schon mal sehr viel wert bei solchen Modellen. Von daher kann ich euch das Ding hier durchaus ans Herz legen. Es hat mir Spaß gemacht und ich werde vielleicht noch weitere Panzer bauen. Also ich bin auf jeden Fall so ein klein wenig angefixt. Das kann ich sagen. Und dann habe ich euch vielleicht auch angefixt. Dann könnt ihr gerne auf den Link hier unten in der Videobeschreibung klicken. Dort verlinke ich euch hier den Kasi Panzerkampfwagen 4, überall wo ich ihn finden kann. Amazon, AliExpress. Mal schauen, mal schauen. Und dann könnt ihr den gerne mal selbst zusammenbauen, Freunde. Für heute wäre es das auf jeden Fall gewesen von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Meeplecat. Macht's gut.